Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Tolles Abo-Konzert des Josef-Haydn-Orchesters in Bruck im Kulturhaus Stadtsaal. Automesse mit den neuesten Modellen in der Stadt Leoben und das Wetter morgen frühlingshaft mit viel Sonne. Karneval der Tiere war das Thema beim zweiten Brucker Abo-Konzert im Kultursaal Bruckmur. Mit dem Josef-Haydn-Orchester, Dirigent war Thomas Platzgummer. Ja, wir haben uns gedacht, der Karneval der Tiere wurde noch nie hier gespielt, also zumindest nicht in den letzten 15 Jahren. Und wir haben die besten Kräfte von der Musikschule, die Lehrer, die da mitspielen, sind super Solisten, die wir da alle bestens einsetzen können. Und dazu haben wir passend dann verschiedene Stücke, die auch mit Tieren zu tun haben, die Heidensinfonie der Bär und auch die diebische Elster von Rossini noch dazu genommen. Und so haben wir ein richtig tierisches Programm. Als Musikschuldirektor hört man besonders hin. Es ist musikalisch ein sehr anspruchsvolles Konzert. Das ist richtig, es ist sehr anspruchsvoll. Es sind viele Solostellen drin, zwei Klaviere, dann Solo für Flöte, für Klarinette, auch für Kontrabass und für Cello. Also es ist ziemlich was drinnen. Auch das Jugendorchester der Musikschule Bruck unter der Leitung von Sigrid Narowitz war in dieses Konzert mit eingebunden. Ja, also das Stück, das das Jugendsinfonieorchester spielt, ist eigentlich vom Tschaikowski, ein arabischer Tanz. Wir haben dem Stück nur einen anderen Namen gegeben. Im Rahmen vom Karneval der Tiere heißt es eben Kamele im Sonnenuntergang. Und weiters spielen wir noch eine Fanfare von Paul Dicard. Der ist eigentlich bekannt für den Zauberlehrling, aber er hat eben auch für Bläser eine Fanfare eigentlich geschrieben und wir spielen ein Arrangement für Streichorchester. Es ist Spiel der 20 Streicher und Streicherinnen aus der Musikschule Bruck, von den verschiedenen Klassen, von der Heidemarie Berlitz Violine und Gabi Vollmer Violine und Cello von mir, Sigrid Narowitz. Und die sind im Alter von 9 bis 16 ungefähr. Thank you.
Die Montanstadt Leoben stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Autoneuwagenmesse. 10 Aussteller präsentierten 250 Fahrzeuge und 20 Automarken. Diese Automesse gibt den Überblick zu den aktuellen Trends auf den Automobilsektor. Die diesjährige Leobener Neuwagenmesse, Automesse, ist ja wieder ein großer Erfolg. Ja, ich bin mir sicher, also wir haben an die 25 Aussteller hier, wir haben rund 250 Fahrzeuge, die die Aussteller, die einzelnen Firmen ausstellen. Ausstellerwert der ausgestellten Fahrzeuge etwa 6,5 Millionen Euro, also schon ganz beachtlich, und wir rechnen also auch mit einem Zuzug aus den anderen umliegenden Regionen. Wie lange gibt es die Leobener Neuwagenmesse schon? Die erste Leobener Automesse haben wir im Advent 1974 abgehalten. Damals noch in der Oberlandhalle, also dort, wo üblicherweise die Rinderversteigerungen stattfinden. Dort war eine Weihnachtsmesse, und an dieser Weihnachtsmesse haben wir uns beteiligt. Und die Jahre darauf haben dann die eigenständigen Automessen begonnen. Was sagt der Herr Bürgermeister zur Automesse 2017 da in Leoben? Ein untrügliches Zeichen, dass der Frühling kommt. Es gibt großes Interesse an den ausgestellten Fahrzeugen. Immerhin von 25 Ausstellern. Autos im Wert von mehr als 6 Millionen. Leoben ist der Marktplatz der Obersteiermark. Immer wieder, vorige Woche die Häuselbauermesse. Weitere Attraktionen, Veranstaltungen werden folgen. Eigentlich muss ich sagen, es ist ein angenehmes Gefühl, hier Leute zu treffen, um ein bisschen hier Fach zu sammeln, sich zu interessieren über die Neuheiten am Automobilmarkt. Schaut's jetzt tatsächlich weg. Seit Jahrzehnten haben Josef Bundinger und Karl Stockreiter die Automesse organisiert. Ab nächsten Jahr geht die Organisation in jüngere Hände. Heute war es wechselhaft mit viel Wolken und wenig Sonne bei Höchstwerten um die plus 18 Grad. Morgen beehrt uns die Sonne wieder öfter und die Höchstwerte kratzen an der 20-Grad-Marke.